herzlich willkommen zu unserer ersten Tagung des 1 bis 19 Verein. Willkommen, meine diversen Damen und Herren. So, das funktioniert schon mal sehr gut. Unter dem Titel, unter dem Motto der Griff nach den Grundrechten werden wir heute viele Vorträge sehen und spannende Vorträge, Redner werden dann hier reden, aber kurz davor zu meiner Person. Mein Name ist Alparslan Babolu Marx. So ungefähr die Reaktion ist immer gleich. Ja. Was war das? Okay, das ist nicht ein ganz üblicher Name in Deutschland. Deswegen habe ich mir einen anderen Namen zugelegt, einen einfachen und gängigen Namen. Ich nenne mich der Integrator und mache Satire-Videos, beziehungsweise ich mache seit 15 Jahren politisches Kabarett. Auch in Corona-Wahnsinnszeit habe ich viele Videos gemacht und am Ende auch mein Ziel erreicht. Meine Videos wurden gelöscht. Und ja, danke. Ja, das stimmt, ja, das ist jetzt heutzutage ein Gütesiegel. Den wollte ich unbedingt haben. YouTube hat sogar gesagt, dass er dann meinen Kanal sperren würde, wenn ich jetzt sofort nicht aufhöre. Da haben wir natürlich, man muss sich mal vorstellen, dass eine Satire-Video zu löschen, es ist schon eigentlich ziemlich merkwürdig, ja, also dass ein System schon Angst vor einem Satire-Video hat und dass es dann gelöscht werden kann, und zumal ich ja hatte gerade mal 1000 Abonnenten und vielleicht 2000 Klicks pro Woche hatte ich das, und trotzdem haben die gesagt, also sie wollen noch nicht einmal eine kleine Kritik von einem, ja, noch nicht bedeutenden. Ich meine, ich bin selber bedeutend, aber für mich selber, ja, für die Öffentlichkeit nicht bedeutende Person. Ja, ich bin weder so eine prominente Kabarettist, noch habe ich eine Reichweite, dass ich großer Einfluss in die gesellschaftliche Entwicklung haben könnte. Und trotzdem hat man dann das verboten. Das kenne ich übrigens sehr gut aus der Türkei. Da habe ich nämlich gelebt und beziehungsweise ich bin da sozialisiert worden. Das war ganz normal. Und wenn ich nicht eine kritische Person gewesen wäre, dann wäre ich heute wahrscheinlich eine gläubige Moslem, ein ja ultranationalistische konservative Person, der alle Nationen von oben herab schaut. Und beziehungsweise ich würde wahrscheinlich hier nicht auf der Bühne stehen für 1 bis 19. Ja, jetzt sind wir bei 1 bis 19, das war die Überleitung. Das ist noch gut geklappt. Wer ist da eigentlich Mitglied bei 1 bis 19? Ja, etliche. Gegenprobe. Oh, etliche, ja. Und Verfassungsschutzmitarbeiter? Nee, ich meine, wirklich, es wäre gut, wenn die Verfassungsschutzmitarbeiter hier hinkommen würden, weil in dieser Tag können schon einiges lernen über die Grundrechte, die sie eigentlich zu tief sind. Ja, der Name 1 bis 19 eigentlich sagt viel über den Verein. Der bezieht sich nämlich auf die im Grundgesetz verankerten Abwehrrechte gegenüber dem übergriffigen Staat. Und vom Anfang an hat 1 bis 19 sich nicht unbedingt auf die einzelnen Maßnahmen wie Maskenpflicht und Quarantänepflicht konzentriert, sondern gleich sofort auf die Grundregeln eines demokratischen Staates. Und da konnte man sicherlich sehr schnell erkennen, dass der Staat mit seinem Handeln ziemlich schnell vollkommen sich von dem Grundordnung entfernt hatte. Im Windschatten dieses Handels des Staates war das natürlich dann auch plötzlich, beziehungsweise auch die billigen Art der Behörden, waren die plötzlich die Firmen und die Großkonzerne und Organisationen ermutigt, auch mit den Grundrechten so ganz rabiat umzugehen. Ja, leider, aber haben Sie damit nicht gerechnet, dass es gibt eine Hoffnung, und zwar wir Ausländer, ja, wir stellen eine große Gefahr für diese im momentigen Politik. Denn im Gegensatz zu Menschen, die vom Geburt an deutsche Staatsangehörige sind, müssen wir einen Einbürgerungstest machen.
Und dafür müssen wir ganz viele Sachen lernen, und zwar in diesen sogenannten Integrationskursen. Und da bringt man uns Sachen bei, wie zum Beispiel, wie die Gewaltenteilung ist. Ja, Legislative, Judikative, Exekutive, das haben halt viele Leute keine Ahnung davon. Ja, das sieht man im Moment, ja. Und eine der Fragen waren zum Beispiel die Fragen, welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland? A. Faustrecht. B. Waffenbesitz. C. Meinungsfreiheit. Und D. Selbstjustiz. Das ist keine Satire. Das ist wirklich etwas, was sie uns fragen. Und da sage ich mir manchmal, so eine Frage kann über den Fragen stellen schon ziemlich viel sagen, was ihr über mich denkt. Aber ihr habt sofort sowieso erkannt, also das ist eine Falle, denn unter den Antworten gibt es gar keine richtige. Nicht wahr? Ja, also Selbstjustiz und Faustrecht und Waffenrecht, das wäre schön, ja, aber das ist noch nicht Grundrecht. Und was soll das dann mit der C? Meinungsfreiheit. Also, ich bitte Sie, ja. Also, das kann man komplett ausschließen schon mal, ja. Also, Meinungsfreiheit, weiß ich nicht, was Sie damit meinen. Vielleicht, dass man das wiederholen kann, was der Herr Lauterbach gesagt hat. Er darf seine Meinung nämlich ändern, aber wir müssen einfach mal wiederholen. Und die Experten sagen ja eigentlich ihre Meinung und das gilt als Fakt. Dann kommen wir jetzt direkt zu unserem ersten Gast. Unser erster Redner ist durch und durch ein Experte, was Wirtschaft anbelangt und ich glaube Ihnen allen bekannt. Er war Konjunkturanalyst und Redenschreiber für den Vorstand bei Commerzbank, Wirtschaftsjournalist und Ressortleiter in verschiedenen Wirtschaftszeitungen wie Financial Times, Handelsblatt, ich glaube, sie schreiben immer noch für Handelsblatt. 2002 rief er den EZB-Schattenrat ins Leben, der für die EZB Empfehlungen ausgearbeitet hat. Er hat viele Bücher zu dem Thema Wirtschaft veröffentlicht. Sein letztes Buch, Endspiel des Kapitalismus, war ein Bestseller. Und darüber wird er hier von Professor Seibert interviewt. Bitte begrüßen Sie mit mir Herrn Dr. Norbert Hering und Herrn Professor Seibert. Ja, Sie sind begrüßt und ich begrüße auch Norbert Hering, der gleichzeitig ein Freund geworden ist, in der Zeit, die man in einer Kurzformel die Corona-Verfolgung bezeichnen kann. Das, was daraus geworden ist, hat viele Themen. Wir beschäftigen uns 40 Minuten lang mit dem Wirtschaftsthema, das für mich selbst ein fremdes, jedenfalls ein Thema ist, in das man sich einlesen muss und dessen Veränderung man in den letzten 3 Jahren beobachten konnte. Ich habe dazu das von Alparslan schon erwähnte Buch benutzt, Endspiel des Kapitalismus, das erschienen ist. Und Kapitalismus ist für alle diejenigen, die in den letzten 50 Jahren groß geworden ist, eine bekannte gesellschaftskritische Formel. Sie ist seit 150 Jahren eine. Heute muss man sagen, Norbert Hering sagt es, hat sie sich in vielen Bestandteilen verändert. Eine wesentliche Überschrift im Endspiel lautet: Das Weltregierungssystem der multinationalen Konzerne. Damit beschäftigen wir uns sicherlich schon länger als seit 3 Jahren, aber viele, ich beziehe mich da ein und denke, unter den Anwesenden sind auch nicht ganz wenige, denen klar geworden ist, was sich verändert hat und was durch die Regierungen der Staaten hindurch vorentschieden worden ist von Organisationen, die Kürzel haben, die man erstmal lernen und vielleicht auch dechiffrieren muss und
deren Bedeutung Eingeweihten klar wird. Der Blog von Norbert Hering seit vielen Jahren wird auch bekannt sein. Denjenigen, die hier sind, gab darüber Auskunft. Das Buch gibt Auskunft. Und du wirst es uns gleich nochmal in einer Zusammenfassung vorstellen, die natürlich das Buch nicht ersetzen kann. Aber vielleicht die wesentliche kapitalistische Veränderung der letzten 20 Jahre, von der man auch sagen kann, dass es eine Digitalisierungsfolge ist. Ja, oder sie besteht auch in der Digitalisierung, die Veränderung. Also zunächst kann ich Sie beruhigen, ich will nicht bei der Wirtschaft bleiben. Eine wichtige These zum Kapitalismus ist, dass es keine Wirtschaftsform ist, sondern eine Gesellschaftsform. Also man sollte sich nicht die Unternehmen und die Konzerne vor allem getrennt vom Staat vorstellen, sondern dass es eine Symbiose. Der Staat ist ein kapitalistischer Staat im Kapitalismus und eine seiner Hauptaufgaben ist es eben, die Privilegien des Kapitals, der Kapitalbesitzer zu verteidigen und zu erweitern. Und das, was wir jetzt haben, diese Weltregierung der Konzerne, wie ich es nenne, ist auch nicht wirklich neu. Das gab's auch, letztlich ist der Kapitalismus so entstanden. Ich sage jetzt lieber keine Jahreszahlen, damit ich mich nicht vertue, aber wenn man an die Ostindien-Gesellschaft denkt, die britische und die niederländische, das waren sowas wie Weltregierungen von den Konzernen, die von den Staaten, also von den Niederlanden und von England im Prinzip unterstützt wurden darin. Heute nennt man das öffentlich-private Partnerschaften, also man ist da gar nicht mehr so scheu, das zu benennen, dass der Staat und die Unternehmen aufs Engste zusammenarbeiten. Also so hat das damals schon angefangen. Dann gab's lange Zeiten, wo das, was man heute Global Governance nennt, doch deutlich stärker in den Händen der Regierungen war und in Kooperation der Regierungen geschah, als dass da die Unternehmen direkt involviert waren. Und das ist das, was jetzt in den letzten 25 Jahren massiv zurückgedreht wurde, nahm seinen Ausgang natürlich im Mutterland des Kapitalismus in den USA. Dort hat die Regierung Mitte, Ende der 90er Jahre systematisch die Vereinten Nationen finanziell ausgehungert, nicht mehr bezahlt und die Vereinten Nationen dadurch in die Hände der Konzerne und der konzernnahen Stiftungen getrieben. Also da hat Ted Turner hat dann eine UN-Stiftung aufgemacht, über die UN finanziert wurde mit privatem Geld. Mit der Zeit sind sogar Regierungsgelder auch von der deutschen Regierung, die an die UN gingen, über die UN-Stiftung, über diese private UN-Stiftung geleitet worden, über die dann eben zweckgebundene Mittel an die UN flossen und also private Konzerne und Stiftungen letztlich entschieden haben, was mit ihrem eigenen Geld und mit dem Geld von anderen Regierungen von der UN gemacht werden soll. Und das ist das, was wir jetzt sehen. Jetzt ist eben ständig nur noch die Rede von öffentlich-privaten Partnerschaften auf UN-Ebene, was letztlich folgerichtig ist, weil die UN-Gesellschaften, also auch die Weltgesundheitsorganisation und andere, sind zum hochgradig abhängig finanziell von zweckgebundenen Mitteln, meistens von privaten Quellen. Und dann ist das letztlich nur ein Namen dafür geben, dass die UN jetzt mehr oder minder Sachwalterin der Interessen der Pharmakonzerne, der IT-Konzerne und solche das sind im Moment eben die mächtigen Konzerne. Soweit zu diesen öffentlich-privaten Partnerschaften und der eben nicht wirklich vorhandenen Trennung zwischen Kommerz und Staat, zwischen Kapital und Regierung,
das ist immer zusammenzudenken. Und was eben stattgefunden hat, parallel dazu, etwa im gleichen Zeitraum, ist eben diese extreme Verlagerung hin zu Digitalkonzernen, Technologie- und IT-Konzernen und Telekommunikation. Wenn man sich das an der Börse anschaut, ich habe es jetzt nicht mehr aktuell nachvollzogen, fürs Buch habe ich es gemacht, vor ein paar Jahren war das so, dass die 5 größten IT-Konzerne der USA eine Börsenkapitalisierung, und das kann man mit Macht übersetzen, eine Börsenkapitalisierung hatten, die ein Vielfaches dessen war, was alle deutschen Kapitalgesellschaften zusammen hatten, und auch deutlich größer als die 50 größten europäischen Konzerne zusammen. Das heißt, eine Handvoll amerikanischer IT- und Tech-Konzerne haben mehr Macht als die ganze deutsche Wirtschaft. So kann man das übersetzen. Und das dann noch im Konzert mit einer Regierung, die globale Führungsmacht ist, zunehmend jetzt nur noch in ihrem eigenen Einflussbereich, aber von ihrem Anspruch her globale Führungsmacht, und die eben eng in öffentlich-privater Partnerschaft mit diesen Konzernen zusammenarbeitet, die sie zum Teil mit groß gemacht hat und wo man gar nicht mehr so unterscheiden kann, macht die Regierung jetzt das, was die Konzerne wollen, oder machen die Konzerne das, was die Regierung will? Das ist, die projizieren gemeinsam die amerikanische Macht in die Welt. Das ist so die Situation, die wir jetzt haben. Wir bleiben bei diesem Thema und wechseln kurz die Perspektive. Der Griff nach den Grundrechten findet ja nicht statt, indem jemand uns in die Tasche greift oder etwas wegnimmt. Das ist ja viel freundlicher und viel raffinierter, könnte man sagen. Wir öffnen die Taschen selbst, wir bieten uns an, wir freuen uns auch über die Produkte der 5 amerikanischen Konzerne, die wir hier nicht zu nennen brauchen. Die bedienen wir. Wir möchten diese Art von Herrschaft selbst etablieren, und es gibt ein Stichwort, über das wir uns mal unterhalten haben und das die im Raume Sitzenden kennen: ID 2020. Das ist doch eine feine Sache, die unserem Fortkommen, unserer Gesundheit natürlich und der Übersicht in diesen unübersichtlichen Systemen dient, die eingerichtet sind und die wir ja mit YouTube und so weiter bedienen, weil sie eben nun mal da sind. Wie funktioniert diese Art des Zusammenspiels zwischen Konzernen, die nicht greifen müssen, aber bekommen, was sie brauchen? Ja, also das passiert auf der Ebene, also auf dieser globalistischen Global Governance Ebene. Wir haben ja gesehen während Corona, dass das nicht irgendwie eine nationale Spezialität war, dass wir jetzt Lockdowns hatten und diese ganzen Einschränkungen und Impfpässe. Also als es anfing mit Corona, gab es schon Reden von Bill Gates, dem Microsoft-Gründer und Chef der reichsten Stiftung der Welt, der Bill und Melinda Gates Stiftung. Der hat schon, ich glaube im März, spätestens April 2020 gesagt, wenn es dann mal die Impfung gibt, dann werden wir Impfpässe machen, und dann muss man zum Reisen eben Impfpässe haben und dann wird alles gut. Also das war alles schon letztlich eingeplant, eingetütet. Und wenn man auf die EU guckt, da gab es schon 2018 eine Roadmap, also ein Wegeplan für den digitalen Impfpass. Und als er dann 2020 angekündigt wurde, 2021 glaube ich, das hat 3 Monate gedauert, dann war er da.
das hat es noch nie gegeben, dass in der EU irgendwas, was in der ganzen EU gelten soll, in 3 Monaten passiert. Aber es gab eben auch eine Vaccine Credential Initiative von Microsoft und Konsorten, die explizit das Ziel hatten, Regierungen sowas bereitzustellen, also Impfpass-Prototypen und so. Ich habe das zwar nirgends gefunden, aber ich bin so gut wie sicher, dass das der EU von dieser Initiative oder auf anderem Wege von den Tech-Konzernen praktisch schlüsselfertig geliefert wurde. Es kriegt ja keine EU in 3 Monaten hin. Also da wird sehr viel auf dieser Ebene von diesen global aktiven Konzernen getan. Und da gibt's eben auch eine Initiative, die ID 2020 heißt, die das Ziel hat, jeden Erdenbürger, also wirklich jeden, ich übertreibe nicht, bis 2030 mit einer biometrisch-digitalen Identität auszustatten. Das wird dann schön umschrieben mit, jeder soll ein Identitätsdokument haben. Es gibt in Entwicklungsländern so viele Leute, die sich nicht ausweisen können und das schadet denen so und all das. Der Schritt, dass das biometrisch digital sein muss, der wird da irgendwie geschlabbert, aber die wollen es halt biometrisch digital machen und natürlich nicht nur für die Milliarde Leute oder halbe Milliarde, die sich nicht ausweisen kann, sondern für alle, die schon 50 Identitätsdokumente haben. Aber das Wichtige ist eben die eindeutige digitale Identität. Das heißt, dass von jedem Peter Müller, geboren am 4.8.57, von dem es 100 gibt, ne, jedes Programm weiß, wer das ist und dass die Datenbanken dann auch stimmen. In Entwicklungsländern ist es noch schlimmer, da werden manchmal keine Nachnamen verwendet oder so. Deswegen funktioniert das nicht so richtig mit der automatischen Überwachung, der automatischen Befüllung von den Datenbanken. Und deswegen muss es die eine Nummer geben, von der klar ist, das ist dann der. Das muss nicht alles nach dem gleichen Prinzip gehen, aber es muss international harmonisiert sein, dass nichts doppelt ist und dass diese Leute dann, und das ist ja auf der EU auch geplant, wir sollen ja so ein Digital Wallet kriegen und das sollen wir dann für möglichst alles verwenden, sodass alles, was wir machen, immer wenn wir uns ausweisen, sowohl gegenüber dem Staat als auch privat, wenn es ums einen Telefonvertrag geht oder nur drum irgendwie zu telefonieren oder sich in seinem Telefon anzumelden, passiert ja jetzt auch mit Gesichtserkennung schon. Immer wenn wir diese Nummer nutzen, dann wird unsere Aktion letztlich in so eine Datenbank gefüllt und ist unter der Nummer abrufbar. Das muss nicht eine Datenbank sein, aber diejenigen, die den Zugang haben, die können dann eben über diese digitale Erkennungsnummer rausfinden, wer das ist und aus allen Datenbanken rausziehen, alles, was zu dieser Nummer da ist. Und auf diese Weise, deswegen ist das diesen Konzernen und eben den entsprechenden Regierungen, die US-Regierung hat ja den Anspruch, über die NSA wirklich alles zu wissen, was auf der Welt vorgeht. Und die nationalen Regierungen haben diesen Wunsch, was ihre eigenen Bürger angeht. Insofern ist da auch Interessenharmonie. Deswegen ist denen so wichtig, das zu machen. Und diese Initiative sind wieder die altbekannten Institutionen. Das ist Rockefeller Stiftung, Bill Gates indirekt über seine Impfallianz, ist das Weltwirtschaftsforum und Accenture, der Cloud-Anbieter. Also da hat man es eben auch wieder. Und das wird eben über alle möglichen Wege dann gemacht, über die Impfpässe, die jetzt die Weltgesundheitsorganisation, die ja auch macht, was die Pharma- und IT-Konzerne wollen, hat jetzt den EU-Impfausweis übernommen, dauerhaft als ihr Instrument, wie man künftig bei jeder Pandemie nur noch reisen können soll. Die deutsche Bundesregierung macht ständig neue Tricks, um die Leute zu nötigen, die Bund-ID zu nutzen, die
so eine digitale Nummer ist. Da wurde die 200 Euro Energiegeld für die Studenten wurden an die Nutzung der Bund-ID geknüpft. Dann hat man sich 200 Euro Kulturgutschein für die 18-Jährigen ausgedacht, wurde auch an diese Bund-ID geknüpft. Jetzt habe ich herausgefunden, in Nordrhein-Westfalen muss man, um sich für weiterführende Schulen anzumelden, die Bund-ID nutzen. Wird auf Gesetze verwiesen, also ein Online-Zugangsgesetz, wo drin steht, staatliche Leistungen müssen auch online verfügbar sein. Ruckzuck wird daraus nur noch online, also man kann das nicht machen, ohne Bund-ID zu nutzen. Also man sieht, wie das wirklich auf globaler Ebene ausgedacht wird und dann auch ausgerollt, weil das will niemand. Das wird zwar, wie du so schön sagtest, mit unserem Wohl begründet, aber es hat fast niemand die Bund-ID genutzt. Das waren 400.000 vor einem Jahr und da hat die Regierung schon dazu gesagt, ein Drittel davon kam nur von den Studenten, die das jetzt machen mussten. Also es will keiner. Das Gleiche mit der elektronischen Patientenakte. Will keiner und dann werden die Ärzte gezwungen, das zu machen und wir werden gezwungen, die anlegen zu lassen. Das sind so die Methoden, die da stattfinden. Einfach um im Interesse dieser IT-Konzerne und der mit ihnen verbündeten US-Regierung eben dafür zu sorgen, dass die Daten fließen, dass die wirklich alles von uns wissen. Bevor wir gehen, wollen wir es Ulrike Gero nochmal richtig schwer machen. Denn es gibt am Ende eine Alternative, die im Buch diskutiert wird, die man als hoffnungsvoll bezeichnen kann, die aber vielleicht auch niederdrückend ist. Bei Norbert Hering ist sie mit der Formel umschrieben, wollen wir die EU behalten oder eine soziale Marktwirtschaft in kleinerem Rahmen realisieren, unter anderen Prämissen. Das heißt als, ich übersetze das mal in Kurzform, im internationalen, im globalen Rahmen sind Grundrechtsvorstellungen, die man vielleicht mal staatsbürgerlich oder juristisch gelernt hat, in dieser Form nicht realisierbar. Willst du diese Alternative eröffnen, damit sie es schwer hat? Oder ja, wir können sie vielleicht auch einebnen. Aber wir werden uns wahrscheinlich einig sein, wie immer. Man muss dazu die Unterscheidung aufmachen, dass Kapitalismus und Marktwirtschaft was ganz Verschiedenes sind. Das sind Gegensätze und nicht das Gleiche, wie oft gedacht wird. Es gibt eine wunderbare Rede von Peter Thiel, dem deutschstämmigen Investor, der unter anderem mit Facebook Investments viel Geld verdient hat. Der hat eine Vorlesung gehalten, Wettbewerb ist für Verlierer. Und hat es durchdekliniert, wie man eben sein Geld nur verdient, indem man den Wettbewerb vermeidet und nicht indem man sich dem Wettbewerb aussetzt und versucht, möglichst gut drin zu sein. Ich will es nicht nacherzählen, aber es ist 100% richtig. Ich meine, wenn man sich Microsoft und Google und so anguckt, die sind ja nicht so unermesslich reich, sie und ihre Investoren, weil sie so gut im Wettbewerb sind, sondern weil sie den Wettbewerb ausschalten über Patente oder ausgeschaltet kriegen, auch von der Regierung, über wettbewerbsfeindliche Methoden, indem sie alles aufkaufen und stilllegen, was ihnen gefährlich werden könnte und indem sie eben so eine Monopolstellung haben, weil es diese Netzeffekte gibt, ne, dass jeder irgendwie das Word-Programm haben will, um mit anderen kommunizieren zu können und dann gibt es halt keinen Wettbewerb mehr. Also Wettbewerb und Kapitalismus sind Gegensätze und wenn ich soziale Marktwirtschaft meine, sage, dann meine ich ein nicht kapitalistisches System, in dem es eben nicht die Kapitalbesitzer die Schlüssel in der Hand haben und entscheiden können,
wer was produzieren darf und Geld dafür kriegt und wo auch jeder, der was arbeiten will und Geld verdienen will, sich beim Kapital bewerben muss, dass er doch bitte einen Job kriegt, sondern dass es keine externen Unternehmensbesitzer gibt, deren Job im Wesentlichen nur ist, Geld rauszuziehen, weil die managen ja nicht, die sitzen irgendwo, wenn ich irgendwas investiert habe, ich krieg mein Geld und ich mache ja nichts dafür, sondern ich produziere nur Kosten, weil das Unternehmen meine Ansprüche bedienen muss. Also ich denke da an Genossenschaften und eine andere Bodenordnung, die dann dazu führt, dass eben jeder, der was Sinnvolles produzieren will, das auch kann. Und die EU ist eben ganz maßgeblich ein Konstrukt, um die Interessen des Kapitals zu gewährleisten. Also da ist letztlich extrem viel an Regeln, das dafür sorgt, dass die Kapitalbesitzer die Macht behalten und dass der Wettbewerb um die Gunst des Kapitals funktioniert und das Entscheidende letztlich ist. Und unter den EU-Regeln geht es kaum, eine soziale Marktwirtschaft, wie ich sie mir vorstelle, umzusetzen. Aber an der Stelle würde ich mal sagen, ist ja genug eigentlich jetzt für Ihre nächste Rednerin Stoff, glaube ich, überlassen worden. Vielleicht gehen wir mal darüber auf die Fragerunde über, damit die dass das Publikum auch dann die Fragen stellen kann, damit es halt mit da reinkommt in die Diskussion. Wer hat etwas am Herzen? Da gibt's keine direkte Frage. Vielleicht kann ich mal eine Frage stellen, Dr. Hering, wenn Sie erlauben. Also Sie sagen, Kapital ist Macht. Die Frage wäre es ja, einen beliebigen Menschen erlaubt man ja nicht, diese Macht zu haben. Das heißt, was ist als Erster da? Also die wissen ganz genau, wen sie diese Macht geben. Was ist dann ihre These? Oder wird diese Macht von den anderen Stellen verteilt? Also wenn man zurückdenkt an die Entstehung des Kapitalismus, auch in Norditalien, da gab es keine Unterscheidung. Die Medici waren die Kapitalisten und waren die Regierung und waren der Papst. Das war ganz normal. Und wenn man sich so Google, Microsoft anguckt, die haben Armeen von Lobbyisten, die sorgen dafür, dass die Parlamentarier Geld kriegen und die kriegen so die passenden Regeln. Auf diese Art wird es aufs Engste verwoben, die Interessen der Konzerne und die Interessen der Regierenden. Ja, das hört sich schon mal historisch sehr interessant an. Das heute wissen wir, also es ist nicht so offensichtlich im Moment, also dass man nicht weiß, wer gibt wem einen Auftrag, was zu tun. Ich bin Irene Pullen aus Köln und ich arbeite als Lehrerin. Wir haben vor einem halben Jahr eine Konferenz gehabt, da wurde abgestimmt darüber und mit dem Vortrag, es sei alternativlos, iPads einzuführen in der Oberstufe, das heißt, man konfiguriert jetzt die Schüler. Es wird gar nicht darüber abgestimmt, ob man zum Beispiel irgendeinen Anbieter irgendwie das Wettbewerb, haben Sie ja eben gesagt, nachfragt. Und es gab eine Abstimmung, ich kann das hier sagen, ich war die Einzige, die dagegen war. Alle waren dafür und die sind auch alle total davon überzeugt. Und ich frage mich, muss man das jetzt aussitzen? Oder wird irgendwie mal, ne, weil da ist ja ein Kern, also wir verderben ja die Jugend mit der Digitalisierung. Das sind ja alles Junkies, mal abgesehen davon, ja, die sind ja alle, werden ja alle da aufgespielt. Und meine Frage ist, sehen Sie da irgendwie noch einen Ausweg? Oder müssen wir das aussitzen, oder? Das digital affine Schweden hat jetzt die Regierung beschlossen, also die Kultusministerin
die digitalen Geräte aus den Vorschulen und Grundschulen zu verbannen und in den weiterführenden Schulen zurückzudrängen, weil sich eben gezeigt hat und die das glaubt, was manche Wissenschaftler festgestellt haben, dass das das Lernen behindert und nicht fördert. Also das zeigt schon, also wenn das in Schweden möglich ist, da gilt was. Und das ist eben das Wichtige, ne? Dass die Aufklärung und die Diskussion darüber, es müssen diese digitalisierungswütigen Politiker, die uns erzählen, es ist für uns, aber letztlich sind sie direkt oder indirekt gesponsert von der Pharma- und IT-Branche, denen muss eben so richtig der Gegenwind ins Gesicht blasen. Und vorher passiert es natürlich nicht, aber dann kann das schon passieren. Und wenn man guckt, wie den Mainstream-Parteien der großen Koalition der extremen Mitte die Fälle davon schwimmen, dann gibt es da durchaus Hoffnung. Simon Kannwischer, mein Name, hallo. Ich wollte fragen, inwiefern kann in Ihrer sozialen Marktwirtschaft auch eine Wettbewerbsfähigkeit erhalten bleiben mit einem Google, mit einem Facebook, mit diesem Großkapital, die Milliardeninvestitionen auf Lösungen werfen, wo ein kleines mittelständisches Unternehmen Schwierigkeiten hat? Nur gut, also im Kerngeschäft von Google und Microsoft kann ja im Moment eigentlich keiner konkurrieren, ne? Die da was machen. Die warten nur drauf, von denen dann eben für gutes Geld übernommen zu werden. Von daher ist das vielleicht nicht das Beispiel. Aber wenn man sich jetzt irgendwie einen normalen Produktionsbetrieb anguckt, dann ist das in Sachen Wettbewerbsfähigkeit, hat er halt den Vorteil, in dem System, was ich mir vorstelle, wo es eben von gesellschaftlicher Seite das Kapital zur Verfügung gestellt wird, oder von genossenschaftlicher Seite, von den Genossen, hat dieses Unternehmen dann eben nicht die hohen Kapitalkosten, die andere Unternehmen haben, und von daher auch einen Wettbewerbsvorteil. Auch die hohen Grundstückskosten, die sonst da sind, ist in dem System, was ich mir vorstelle, ein viel geringerer Kostenfaktor. Insofern kann man in der Form durchaus wettbewerbsfähig produzieren. Christian Steidl. Ja, meine Frage geht in eine ähnliche Richtung, denn wenn ich bisher so Kapitalismuskritik gehört habe, dann war immer die Alternative Staatswirtschaft. Also von daher, wie können wir das auch kommunikativ rüberbringen, dass wir wirklich diesen Monopol, diesen Staatsmonopolkapitalismus quasi ablehnen. Und im Grunde gibt's ja Mechanismen, ist ja vorgesehen, dass der Staat eigentlich verhindern soll, dass Monopole gibt. Also können Sie da konkreter noch sagen, wie man diese Monopole brechen kann und nicht quasi das Kind mit dem Bade ausschüttet und dann sozusagen von den Monopolen der Privatunternehmen dann zu den Staatsmonopolen übergeht, die gesamte Privatwirtschaft abschafft. Ja, das ist mir auch ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass es eben mehr gibt als diese beiden Pole, die zumindest historisch linken, als man wusste, was links ist, ne, die glauben an den Staat und wollen den Staat mächtiger machen und so. Und dann gibt's die rechte Seite und die Libertären, die dem Staat misstrauen und alles auf die Rechte des Individuums ziehen wollen. Und da gibt's für mich halt was dazwischen. Ich misstraue auch dem Staat, weil er sich eben im Kapitalismus von den Konzernen vereinnahmen lässt. Aber ich sehe den Menschen als politisches Wesen. Der Mensch ist nichts ohne seine Mitmenschen und seine Beziehung zu den Mitmenschen. Und der will nicht allein irgendwo als Robinson leben, sondern er will mit seinen Mitmenschen leben und mit denen ein gutes Verhältnis haben und mit denen zusammen was produzieren. Und
darum geht es, dass man die Macht, was zu tun, näher an die Menschen und Gruppen von Menschen bringt, dass also Genossenschaften viel bessere Bedingungen bekommen, dass der Föderalismus ernst genommen wird, dass man also Vorbild Schweiz, dass man eben immer mehr Macht an die Gemeinden verlagert, wo eben auch zumindest wenn die Bedingungen gut sind dafür, die demokratischen Institutionen halt viel eher gewährleistet ist, dass die Institutionen das tun, was ihre Mitglieder wollen und nicht umgekehrt, wie es auf nationaler und auf globaler Ebene noch mehr, dass eben das Individuum zu so einem Rädchen in der Maschine wird, die irgendwie funktionieren soll, und gar nicht so recht klar ist, wofür eigentlich, jedenfalls nicht rückgekoppelt zum Willen der Menschen. Und deswegen, Gruppen, selbst gefundene Gruppen von Menschen, die was zusammen machen sollen, sollen bessere Möglichkeiten haben, das zu tun und nicht der Staat nur. Vielen lieben Dank, Dr. Hering, und vielen Dank, Professor Seibert, für diese Ausführungen.